Ich spreche erst, wenn das rote Licht angeht. Schon. Ja. Also mein Name ist Serok Kilic, bin 32 Jahre alt und wurde gerade ziemlich blöd ausgenockt. Leider nicht, nee, sehr glücklich. Und wurde gerade ziemlich böse ausgenockt. Und ich spiele Ass-5, ich limpere einen vom Button. Und das Board kommt... Moment, jetzt wird ganz lustig. Das Board kommt runter, Ass-3-2. Ass ja, genau. Ich habe einen Bauchschuss rechts von mir, der spielt dann an. Ich bezahle, jetzt habe ich Ass-5 natürlich im Kreuz. Jetzt kommt die 10 auf dem Turning-Kreuz. Jetzt habe ich, einen Treffer, jetzt habe ich einen Bauchschuss und Flush-Draw. Er spielt an, ich bezahle. Jetzt kommt auf dem River die 5. Ich habe zwei Paar, er stellt seinen Rest rein. Ich bezahle, er hat Pocket 3. Ja. Ich habe nur zwei Paar. Dann stelle ich rein, Button mit Ass 8. Dame 10 callt mich. Jetzt kommt der Flop. Ass König Bube. Ass Bube. Ach, ich mache voll aus. Ich doppel wieder auf und stelle aus dem Small Blind dann mit Jacks rein. Snap Call mit Ass Dame. Flop Ass Dame. Game over. That's bitte, wie kann man so eine Bombe wie Ass 5 verlieren? Der hast du wahrscheinlich zu. Zu aggressiv gespielt. Nein, zu slow gespielt. Zu slow ist eine Bombe. Du hast ja, ich war ja immer hinten. Aber wie ist ein Bauchschuss? Du hast einen Inside Straight Draw gehabt. Ich meine, ja. Das ist ja, und Flush Draw. Und Treffer und zwei Paar. Also 80% auf dem mindestens. Ja, da hast du zu slow gespielt. Diese Bombe. Slow. Ja, ich war leider hinten. Ja. Ganz da. Also, so, jetzt geh ins Bett und schlafen und weinen. Okay, also viel Glück beim nächsten Turnier. Und wie gesagt, ich will keine Bettbisteres mehr hören. Ja? Alles klar, danke, Sigi.